meine Kindheit, die war geprägt von Vater und Mutter, und ihre Erziehung war Freiheit und Verantwortung. Es gab Leute, die froh waren, dass der ganze Quatsch vorbei war, auch der Nationalismus, Sozialismus mit seinem Terror und alles. Und es gab Leute, die da eine Funktion drin gehabt haben. Und die waren, ja, sagen sie, traurig oder niedergedrückt, weil das vorbei war jetzt, ihre Privilegienstellung. Ich bin mit dem Krieg nicht zu Ende. Und das hängt mit Schuld zusammen. Auch wenn ich, ob das jetzt auf dem deutschen oder amerikanischen Friedhof ist, wenn ich auf den Friedhof einer anderen Nation gehe und mir sagen, da liegen Leute, denen hast du die Kugel durch den Kopf gehabt. Und jetzt erklär mal, warum. Bei uns während des Studiums wurde auch Samstag und Sonntag studiert. Und da hatten wir einen freien Tag, den Donnerstag. Da konnten wir so kleine Exkursionen sowas machen. Da bin ich mit meinen amerikanischen, belgischen und französischen Freunden, haben wir gehört, dass ein großer deutscher Soldatenfriedhof ist bei Lommel. Kann mir mit dem Fahrrad von Löwen erreichen und auch wieder zurück. Da sind wir da hingefahren. Dann kam er an den Eingang, den damals provisorischen Eingang. Der war, ist ja nicht so wie heute angelegt gewesen. Und da stand dann das große Schild: Achtung, Seuchengefahr, Betreten verboten. Da ist der Amerikaner mehr drüber gestolpert wie ich, denn ich habe eigentlich nichts anderes erwartet nach diesen Affären der Feindseligkeit. Ja. Und da sind wir reingegangen. Der Franzose ist auch hinterhergeschlichen, dem war das nicht so ganz so wohl, in Belgien auch nicht. Aber ich habe gedacht, komm, das interessiert jetzt nicht, was die anderen denken. Und dann kam die Sicht auf die Gräber, das war völlig anders wie der amerikanische Friedhof. Die grauen Kreuze und dann endlos. Und das hat uns alle tief betroffen. Ne? Und ich habe dann versucht, dann eine Reihe meiner Kameraden da legen, irgendwo jemanden zu finden, den ich vielleicht namentlich kannte. Habe ich aber niemanden gefunden. Aber sonst war das natürlich eine, ja, ich würde sagen, fast ein Albtraum, darüber zu laufen für mich. Das ist ja der steife Nordwestwind von der See her. Und der weht, Lommel war ja eine Sandwüste, heute ist etwa bepflanzt. Der wehte den ganzen Sand weg. Und Tote, die nicht tief genug begraben waren, kamen dann so die Reste, die Gebeine an die Oberfläche. Und wir gingen über den Friedhof so in dieser irrsinnigen Länge und Ausbreitung richtig trostlos. Gell? Und ich sehe neben einem verwehten Grabhügel einen Unterkiefer liegen. Und macht dann da einen der Arbeiter darauf aufmerksam. Der nimmt den mit so einem Ding und schmeißt den in den Schubkarre und kippt den nachher zum Unrat. Gell? Da war so für meinen amerikanischen Freund, Bob Nagnelli hieß der, der hat dann gesagt, Theo, so was können wir noch nicht zulassen. Ich sage, wenn du mithilfst, versuchen wir es. Überwiegt eher meine Skepsis. Militärische Kontrolle. Das ist Pater Ried mit Frau Bayer und dahinter ist das Ehepaar Richard. Das war komisch jetzt, sehr komisch für mich. War eine Erinnerung an Kontrollen der Militärpolizei. Und die waren nicht so friedlich. Nirgendwo, auch wenn es berechtigt war. Die hießen bei uns die Kettenhunde. Das erste Mal war ich mit meinem Vater immer auf dem Soldatenfriedhof. Er hat speziell das eine Grab gesucht von meinem Großonkel. Der war, glaube ich, 22, wo er gefallen ist, 1944. Und ja, hat gesagt, ja, da, das ist dann Großonkel, guck mal, wie alt der war und denk jetzt mal drüber nach.
Also ich finde es nicht verwirrend. Die haben auch ihr Land verteidigt damals, was ich jetzt in dem Sinne auch mache. Und ich habe eigentlich auch nur ihre Pflicht gemacht, wie ich jetzt hier auch. Sonst noch Fragen?